Meine Damen und Herren, wir hatten den neuen Regierungsrat. Und wir sind uns all bewusst, dass wir schon ganz viel meint. Und gleich bald 2 Jahre, dass wir mit dem Coronavirus leben müssen, alle gut. Denn die Aktualität an den letzten Tag wird uns noch einmal für uns angefordert, wie unberechenbar auch diesen Virus ist. Die neue Omikron-Variante, von der ich nach letzter Woche nichts hören würde, für 2 Wochen überhaupt nichts gehört wird, sorgt für viel Unsicherheit und noch für ganz viele Aufregungen. Das nicht nur hier, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Die wisst ihr, dass wir auch als Land direkt auch die Rekommendationen angeholt haben von der EU-Kommission an die Präkautionsmesuren dezidiert auch für die Verbreitung von dieser neuen Variante über die Grenzen anzuschränken, so viel es auch möglich ist. Das am Moment zu wenig über den Omikron gewusst für den Impact auf die Sanitärsituation nicht nur in Heizlitzburg, sondern weltweit auch können anzuschätzen. Wir sollen von Spekulationen zurückhalten. Es geht von dem einen, der sieht, dass es gut sei, weil es ja den, dass es so pathogen wäre und dass es aber nicht so gefährlich wäre wie andere Leute, die so unter seiner Katastrophe tun. Wenn sie froh ist, nicht heute sich Menschen zu machen, was den Impact vom Omikron nicht nur hier im Land, sondern auch in Europa oder weltweit ist. Dafür ist es für uns wichtig, dass in der Zeit aufhört, dass Spezialisten noch hier Arbeit machen können. Unabhängig von dieser Variante haben wir alle Grund, vorsichtig zu sein. Ich war die Weekend Humanis, zu viel Deutscher zu vermelden, die Infektionszahlen klammern am europäischen Ausland. Wir sehen ein Rutsch von Nobeschländern mit ganz, ganz starken Hoss. Wir dürfen nicht meinen, dass das hier nicht auch der Fall ist, dass sie auch klammern. Wir hatten die letzten Wochen 80 Infektionen mehr den Tag, wie die Woche vier drin. Wir sehen, wie gesagt, auch die Situation an der Kläranlage, wo auch ein Lichthoss auch ist, und dass den eben auch den Virus stark präsent ist, auch an den Aufwässern. Auch wenn in der Lehre die Kausalität, die ich für ein paar Monate konnte machen, Haut vielleicht verfälscht wird, just durch Kläranlage, weil tatsächlich auch ein Rutsch von Leuten geimpft sind an mehr einen besseren Verlauf können von der Krankheit und da, wenn sie den Impact der Kausalität direkt zwischen Kläranlagen oder zum Beispiel Infektionszahlen nicht mehr so etablieren, dass wir das am Anfang war, mehr Zahlen gehen an die Blutzahlen, von den Infektionen gehen an die Blutzahlen, von den Inzidenz geht auch an die Blut, auch wenn wir in der EU Moyen leihen und auch am Anfang der Fall ist, wenn ich vergleiche, halt am Anfang eine Situation haben, die am Vergleich zu anderen Ländern ist da mal nicht am Pluton der Tätig von denen, die meisten Infektionen auch haben, mehr ist da an innerer Moyen leihen. Mehr muss ich auch wissen, dass wir nie alle sanitären Mesuren auch abgehoben haben, die letzten Wochen am Ende. Das wird ihnen auch einen Impact, den wir können gesehen. Wir haben an den Spitälern über 60 Patienten, aber wir sollen nicht vergessen, dass wir für einen Monat 37 hatten. 37, über 60. Und wir sehen auch an der Analyse eine gewisse Stabilität am Anfang bei den Soins Intensiven. Wir schwanken zwischen 10 und 15 Leute auf den Soins Intensiven. Wir müssen uns bewusst sein, dass das zu allem Moment kann ändern. Wir wissen, dass hier mit den Zahlen, die wir haben, 3 Männer einen großen Impact auch hat, am Vergleich auch zu anderen Ländern. Der Weg für Schlimmeres zu verhindern, hat sich noch immer nicht geändert. Wir sind da seit Wochen, also seit Monaten. Wir müssen dafür weiter sorgen, dass mehr Leute geimpft gehen, weil die Impfung wirkt. Wir haben nicht gesehen, zum Beispiel am Moment, dass die höchste Inzidenz haben wir am Moment beim Alter unter 12 Jahre. Das sind die, die nicht geimpft sind. Wir sehen aber den Korollär, den Konträr, zum Beispiel bei denen über 75 Jahre, da haben wir sogar die niedrigste Inzidenz, sogar eine Inzidenz, die raufgeht. Und das ist auch die Kategorie von Leuten, wie wir ja auch wissen, die auch geboost sind die letzten Wochen. Am Resümee, also da, wo Leute zusammenkommen, ist das Risiko manner groß, wenn die Leute geimpft sind. Also eine Tatsache. Die Leute, die geimpft sind, haben ein immer größeres Risiko, sich unzustürchen. Und die Leute, die geimpft sind, haben auch ein immer größeres Risiko, an Spital zu landen. Ein Impfto geht nach immer nicht durch, für eine Überlastung von den Spitälern können am Moyen-Term auch auszuschließen. Auch, wie ich vorhin gesagt habe, die Situation an den Spitälern eng ist, die
die nach zu packen ist, können wir das am moyen Term auch und am Long-Term sicher nicht garantieren. An mir hören, dass aber die Situation sich auch riskiert zu kommen, dass da verschiedene andere Leute hier Operationen, hier Soins, die sie aber brauchen, nicht können garantiert können. Also das ist wirklich das Letzte, was wir uns können wünschen, dass verschiedene Leute, die auch OPen brauchen, das nicht können zu machen. Auch wenn die Situation, wie gesagt, in der Kontrolle ist, wisst ihr, dass wir auch neue Mesuren geholt haben. Was wir wollen verhindern, ist nämlich Lockdown. Das ist nicht ganz ehrlich, wir wollen den Lockdown auch verhindern. Und für uns, wo das Prinzip, den wir die letzten Menschen schon hatten, an den Haut noch immer die richtigen, an den Asten, für den wir stehen, ist so viel Sicherheit wie nötig, und so viel Freiheit wie möglich. Dafür annoncieren wir heute auch nicht. Wir annoncieren heute nicht, dass Schulen zugehen. Wir annoncieren heute nicht, dass Restaurants zugehen. Wir annoncieren auch nicht, dass heute Restaurants um 5 Uhr, wie da verschiedene Länder, oder um 7 Uhr, oder um 9 Uhr, oder um 10 Uhr zumachen. Wir annoncieren nicht, dass ein Rutsch für sektorelle Aktivitäten hier dieren müssen zumachen. Wir annoncieren auch nicht, dass Ausgangssperre kommen oder Limitationen, dass Hochzeit müssen aufgeblasen gehen, dass Rezeption, dass Sachen müssen aufgeblasen gehen. Annoncieren wir heute nicht. Und ich will aber direkt präzisieren, dass man das heute nicht annoncieren. Ich kann nicht ausschließen, dass man irgendeine neue Restriktionen brauchen. Aber im Moment wollen wir alles machen, wie dass man nicht zu neuen Restriktionen auch kommen. Weil etwas haben wir auch gelernt, die letzte meint, dass man dieser Pandemie kann ich am besten Willen nicht ausschließen. Es gibt so viele Inkognien an Pandemie, als die, die, wenn man nicht aufpassen, desideriert, wie es weitergeht. Und das müssen wir packen, dass wir mit desideriert können, wie es weitergeht, und nicht Pandemie als Anfang Sachen auch imposiert. Die Mesuren, die ich werde annoncieren, haben einen doppelten Bitt. Den ersten, als für den Impftor weiter an die Luft zu kriegen, und auch den Infektionsrisiko zu limitieren, aber besonders auch für vulnerable und nicht geimpfte Leute auch zu schützen. Das soll uns auch bewusst sein, weil wir gesehen haben, dass wir und allem nicht geimpfte Personen sich mit dem Virus auch infizieren und riskieren, auch einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Und dafür haben wir decidiert, auch das Covid-Regime deutlich zu verschärfen. Wir entscheiden in Zukunft zwischen der Freizeit und der Arbeit. Dafür wird man zum Beispiel auf den 2G-System übergehen, für alles, was am Loisier gilt, darin fallen Restaurants, Kaffee, Disco, Kino und Kultur, Sport an all anderen Aktivitäten, die nicht am Anfang zum Beruf gehören. Denn 2G gilt sowohl für Aktivitäten, die bannen stattfinden, wie auch die, die draußen stattfinden. Christmärkte an Terrassen sind also nur nicht ob für nicht Geimpften. Das hat man ja ein bisschen los, also ich konnte dann da draußen eine Menge Terrassen installieren. Das fällt nur nicht mehr an, die können just obsehen für Geimpften oder genesen Leute. Auch nicht professionelle Sportler über 90 müssen in Zukunft geimpft oder genesen sein, für auch ihrem Sport am Verein nachgehen zu können, egal ob bannen oder ob draußen. Und wie gesagt, die Mesuren vom 2G zielen, da wo Klausieren alle guten stattfinden. Wir sehen, so wie ich viel gesagt habe, dass Mesuren auch für nicht geimpfte Leute zu schützen, weil der Risk, dass die Leute sich auch in den nächsten Wochen ausstechen, ist eine Realität. Das Risiko, dass sie einen schweren Verlauf haben, ist auch eine Realität. Und das Risiko, dass die Kliniken überlastet können gehen, ist auch eine Realität. Und das 2G-System soll so sehr wie möglich auch gelten. Wir werden nicht bis den 18. Dezember warten. Ihr wisst ja, dass den allen Tag bis den 18. Dezember auch lebt. Und wir werden dieses Projet de Loi nach dieser Woche an der Regierung auch adoptieren, für die Instanzen wie auch zu bringen. Und für uns wäre die Hoffnung, dass die schon nächste Woche kennt auch von der Chamber, wenn auch das Wort vom Staatsrat kennt, also wenn die Decision vom Staatsrat, nach wie vom Staatsrat kennt kommen, dass die schon nächste Woche dann auch kennt Kraft kriegen. Das heißt, wir werden nicht bis den 18. Wir sind Demandeur für den so frei wie möglich auch zu kriegen. An diesem Projet de Loi wird auch ein neues obligatorisches 3G-System auf den Arbeitsplatz kommen. Diese Mesuren sollen aber erst ab
en Januar, mit Januar, en Januar, du kommen nur noch die genauen Details am Text kommen, für wert, wenn man den Leuten auch Zeit will gehen, wir können geimpft gehen. Das heißt, dass wann ein Lo Anfangs Dezember geimpft wird, dass es auch die Möglichkeit wird, dies fünf Wochen zusammen zu holen, wir können auch geimpft zu gehen. Das ist als für uns für ihn auch die Möglichkeit zu gehen, das auch können zu machen. Aber wie gesagt, den Detail wird auch am Text dann auch am Mittwoch oder am Donnerstag, das Woche, auf jeden Fall angeholt gehen. Die Regierung hat auch ein Gespräch mit dem Sozialpartner, wir haben die auch schon den Morgen um Erdauer zusammen gesehen, für zu gucken, wie wir das auch in Praktik können auch umsetzen. Nur in der ersten Reunion sind ich optimistisch, also ich hoffe, dass wir auch eine Lösung finden, die auch als Lesung kann unterstützt von den Employern und auch von den Vertretern von den Employern. Und das ist schon in der nächsten Reunion auch nur viel gesehen, für da auch eben eine Chance mit hinzuholen, zu holen, wie du sollt weitergehen. Der versteht auch, dass du für nicht mehr an Detail wird gehen, über die Covid-Checker auf der Arbeitsplatz sollt laufen, weil auch die Diskussionen danach mit den Sozialpartnern auch laufen. Was auch neu ist, am Kader von dem Covid-Check-Regime 2G und 3G, ist, dass Identitätskontrolle können gemacht werden. Das heißt, dass ich nicht mehr mit einem QR-Code von einer anderen Person oder mit einem Fantasies-QR-Code das wirklich durch, dass die Kontrolle gemacht können gehen von der Person, die da ist, für die Kontrolle zu machen, ob das 3G oder 2G ist. Das heißt, auch am Loisir sowie im Beruf, wird dann die Möglichkeit, auch die Toten können zu machen. Und das ohne Präsenz von der Polizei, weil im Moment wird die Polizei gebraucht, wir wollen Identitätskontrolle können zu machen. Das kann in Zukunft die Person machen, die die Kontrolle möchte. Wenn den refusiert, den Pièce-Identität zu weisen, kriegt sie einfach den Accès refusiert. Sie kriegt den Accès refusiert, das heißt, sie kann nicht erragen, wenn seine Pièce-Identität auch nicht, also wenn die Person auch refusiert, oder wenn sie rot ist, oder wenn sie refusiert, den Pièce-Identität auch zu weisen. Wir wollen das mesuren bis Ende Februar. Der neue Text soll auch bis Ende Februar gelten. Ihr wisst ja auch, dass wir die Dürre von den Testen aufgesetzt haben. Ein Antigen-Test ist schon nach 24 Stunden gut, an Platz von 14 Stunden. An der PCR ist 14 Stunden gut, an Platz von 27 Stunden, wie das der Fall bis jetzt war. Wir haben uns am Anfang auch aligniert, vis-à-vis von den Notbeschländern, die auch dieselben Dispositionen geholt haben. Die müssen auch wissen, sonst wäre ein QR-Code von Test auch am Ausland nicht verlebt. Da wird der Hai gering, und da gibt es bald etwas ganz gut, auch nicht verlebt. Und wir wollten auch als da alignieren. Das Mesuren, die wir wisst ja von den 24 oder 14 Stunden, die könnte schon das Woche auch in Kraft treten, weil das ja auch ein amendierter Text, und die könnte schon von der Chambre das Woche gestimmt gehen. Natürlich, dass die Mesure schon rechtskräftig gehen, vier Worte von dem Text, den ich logisch für drin beschrieben habe. Auch an der Schule wird mir getestet, ich meine Kommunikation vom Educationsminister als auch gemerkt gehen. Wir werden auch die besonders vulnerable Leute an den Altersheimen, den Pflegeheimen oder auch an den Spitälern zusätzlich wollen schützen, an dem wir auch am neuen Text vorgesehen, dass Visiteuren nicht auf dem Covid-Check auch einen Schnelltest an der Entree auch müssen machen, an auch eine Maske undoen, an der Cafeteria zählt auch dann die 2G-Regel. Für uns als selbstverständlich an der Spitäler akzeptiert die Urgenzen, ne? da geht alles eine Minute wichtig, aber für all die anderen Leute wird auch ein Antigen-Test gemacht, wo dann das Resultat gebraucht wird, wir können auch ranzugehen. Wir rekommandieren aber schon heute an den Altersheimen, noch an den Pflegeheimen, auch schon an den Spitälern, dass nicht gewartet wird, bis das Mesure an den heutigen Text 4 sind, gestimmt gehen. Wir wirklich rekommandieren, für das auch schon können direkt auch zu machen. Wir haben auch andere Rekommandationen schon geholt als Regierung in den Teletravail, was möglich soll, wenn es machbar ist, auch können von daheim geschafft gehen, da das eben für die Kontakte auch auf der Arbeitsplatz zu limitieren. Wir haben auch zum Beispiel als Regierung dezidiert, Limit von den Dich, ob denen an der Funktion Publik kann Teletravail gemerkt werden, von 3 auf 4 Dich auch herabzusetzen. Aber wir sind auch in Gesprächen mit den Notbeschländern, um zu gucken, wie auch eben das Problem für Akkore, für Frontalien auch können zu kreieren. Allgemein rekommandieren wir jeder Engem, egal ob geimpft
oder nicht geimpft. Weil ich kenne nur schon die Diskussion, ja, wir testen das besser, wie geimpft oder nicht geimpft. Wir können just rekommandieren. Wenn ihr wisst, dass ihr bei Leuten geht, wenn ihr wisst, wenn ihr bei vulnerablen Leuten geht, wenn ihr wisst, dass ihr bei der Familie geht, vor allem für den Christ, eine Maske ist immer ein guter Schutz. Ein Schnelltest als auch mehr Sicherheit, wie weder der dient noch der andere. Es geht darum, am Anfang für sich zu schützen, es geht auch darum, für seine Mitmenschen zu schützen. Wir werden am Gesundheitsminister auch mehr an Detail angehen über die Impfung, die wir wollen auch organisieren, wo wir der Meinung sind, dass am Anfang der Schnelltest auch komplementär zu dem Ganzen ist. Für aber, wenn ihr wisst, dass der mit Leuten zusammenkommt, wenn ihr wisst, dass ihr die Barrieren nicht respektieren könnt, aber eine Garantie für euch und auch für die Anna. Wir haben auch den Boost, wo wir gesehen haben, dass den gut funktioniert. Ihr wisst, dass du ein Delay von 6 Monaten auch zwischen dem zweiten Impfung an dem Boost auch gebraucht wird. Und wir gesehen auch, dass du, schön, ich finde gesagt, bei den Leuten, die 75 Jahre die geboost gesehen, auch die Inzidenz so gut raufgeht, das heißt, dass der Boost auch wirklich gut funktioniert. Wir haben auch heute dezidiert für die Leute, die mit AstraZeneca geimpft sind. Die mit AstraZeneca, wo ich mitgeteilt habe, dass auch nur der zweite Impfung, aber die Wirkung vom Impfstoff nicht sehr raufgegangen ist, wie bei anderen Impfstoffen, dass man da geben, ob 4 Monate raufgehen, für dann sein Boost gemacht zu kriegen. Jetzt sind 45.000 Leute, die AstraZeneca auch kriegt haben, natürlich die Booster können kriegen. Ich gebe wirklich den Leuten rekommandieren, weil wenn sie schlagen in ohne Rendezvous, geht das kompliziert. Sie wissen ja, dass sie auch ein Rendezvous kann holen. Selbstverständlich, wenn ich will, aber meinen, für den Tod kann merken. Ich kann garantieren, dass ich Tausende und Tausende von Leuten zusammen wollen die Booster schon machen gehen. Dafür gebe ich schüsse Leute rekommandieren, für die Zeit tun, können spontan gehen. Mit die anderen gebe ich rekommandieren, auch ein Rendezvous zu holen, hat mich Leben auch manner kompliziert. Los dich impfen, los dich boosteren. Wir machen so einfach wie möglich. Die wissen, wir haben 3 Impfzentren, Victor Hugo, Esch, Belval und noch zu Ettelbrück, die an der Großgas geht, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wir haben mobile Kippen an der Gemengen, an der Galerie Kommerzial. Es sind rund 300 Doktoren, die auch impfen können. Wir haben die Abdikten, wo den Text auch mit den Delayen ist, auch an der Chambalette, dass ich auch in Zukunft kann an Abdikten geimpft gehen. Das heißt, wir probieren wirklich so einfach zu machen, wie es nicht mehr geht, dass er nicht muss weit führen, dass er bei den Doktor könnt gehen, dass er dann die Abdikten gehen, dass er dann im Zentrum gehen, dass er dann Großgas gehen, dass er bei den mobilen Kippen auch gehen. Die Impfzentren bleiben noch weiterhin 6 Tage an der Woche ab. Für die Leute, die auch eine Erstimpfung wollen, die können sich auch mit ihrer Matrikel nach dem sitimpfe.lu auch den holen. Mich so nachher, ja, denn die Leute können spontan kommen mit Wartezeit riskiert an den nächsten Tagen mit der Nouvelle von AstraZeneca. Man Booster, den wir hier abgemacht haben, dass er da aber dann in die Lederton auch kriegt. An der letzten Woche waren wir auch an den 12 Gemengen, an denen die Todesvaccination in der Moyenne auch hoch. Und wir gehen auch diese Woche an Belle Etoile, an der Chore, an den Auchan Kloster, Auchan Kirchbirch, Cactus Petbusch, an City Concordius, für die zu nennen. Aber Madame Minister, ich werde nach mehr Details auch über die Impfwoche. Neben den Impfzentren sind wir die ganze Woche auf folgenden Plätzen auch präsent, das sind Galerien, das sind Gemengen. Ich meine, das wirklich mal gucken, für alles zu evitieren, für das den Komplikationen von der Distanz, das zu weit, auf jeden Fall nicht eine Ursache quasi für sich nicht impfen zu lassen. Dann hat der Regierungsrat auch eine Proposition vom Lex Dallas. Die letzte Woche, die Idee hat noch couvert, mit die hat man nicht mitgedeilt. Am Tete Relance in 2 Monaten, also bis den Dezember 2021, inklusive auch zu verlängern. Pour rappel, Tete Relance und Tete Kuhn couvert sind 2 nicht remboursable, auch Direkthilfen, die sich in Unternehmen aus dem Tourismus, Horeca, Kultur und dem Sektor vom Eventmentiel auch richten. Konditionen und Teil von den Indemnität bleiben unverändert am Vergleich zum letzten Gesetz. Wir machen das, weil wir bewusst sind, dass viele kleine und mittlere Unternehmen nach immer schwer haben mit dem sanitären Kontext, aber den wir im Moment auch kennen, hier in allen Niveau zurückzukommen. Resümee. 2G, 3G gibt eine Realität zu Lützburg. Kontrollen von den QR-Coden, die Identität von den Kontrollen, wird auch gemacht. Es kann nicht sein, dass ihr mit falschen
QR-Code geht oder mit ausgelehnten QR-Code geht, die auch mitkriegt, dass die Police Kontrollen möchte. Die Police wird auch die nächste Woche Kontrollen weitermachen, an die Wochen auch Drop-Kontrollen machen. Dass ein Straftat, eine falsche Identität zu benutzen, will ich auch noch wiederholen. An dem neuen Text bei der Identität ist das auch eine Responsabilität vom Exploitant und auch eine Responsabilität von dem, den einen falschen Code gibt, benutzen. Dafür will ich schüsse, dafür drin auch warnen. Voilà, so nicht. Merci, Agif, der Gesundheitsminister direkt wird weitergehen. Ja, guten Mittag. Den Impact von der Pandemie als stärker ganz Europa sprengt Erwartungen leider nicht am Positiven. Wir sehen, dass die Situation wirklich eskaliert. Für allem ist aber ganz klar, dass der Impact von der Pandemie deutlich mehr gravierend ist für Leute, die nicht geimpft sind, wie für Leute, die geimpft sind. Denn das ist entretemps eine Evidenz. Und das gilt sowohl im individuellen Plan, das heißt den Einzelnen, die nicht geimpft sind, das wird viel, viel mehr ein höheres Risiko für sich selber, eine schwere Krankheit zu kriegen, mit dem Impact als auch enorm, d'un Point de vue Santé publique. Und das ist da, wo wir an der Pflicht sind, dafür zu sorgen, dass die garantiert ist. Es kann Ihnen nicht just auf den individuellen Plan aufdeklinieren, wenn zu viele Leute nicht geimpft sind, da wird das einen ganz, ganz starken Impact auf unser Gesundheitssystem haben. Das Risiko für schwer krank zu gehen ist einfach viel, viel mehr hoch an der Bevölkerung, die nicht geimpft ist, wie an der geimpften Bevölkerung. Dafür wird nicht täuschen, wenn man heute gesehen, dass auch geimpfte Leute an den Spitälern sind. Oder vielleicht sogar gerade so viel wie der nicht geimpfte. Das ist extrem wichtig, immer im Fironan zu haben, dass das an der Proportion aber etwas ganz Ähnliches ist. Wenn der ein Bassin hat mit 100 Fisch dran und sind der zwei, die umrecklein, dann ist das eine andere Situation, wie wenn der Bassin hat mit 20 Fisch und klein der zwei umreck. Das ist wirklich ein Unterschied. Und das Risiko ist nicht nur ein bisschen mehr hoch, sondern dramatisch mehr hoch. Dafür sind wir das als Pflicht, differenziert zu handeln. Die Option, die ihn hat, das wäre entweder Jitverein an den Kontakt darauf zu setzen, die ganze Bevölkerung, auch die Leute, die eben die ganz große Majorität von Leuten, die aber wesentlich mit niedrigem Risiko haben, oder aber differenziert wird zu gehen. Das ist der Schwer, den Logo Holginas an der großen Linie, an den es entretemps wirklich dokumentiert mit den Zahlen, die man viel leihen haben, das nicht mitzunehmen. Das ist auch eine Tatsache, dass Impfen allein nicht durchgeht. Die Delta-Variante hat überrascht. Sie hat die Erwartungen auch da übertroffen. Den Impfschutz allein geht nicht durch, auch das kriegen wir von allen Experten gesagt. Es braucht zusätzliche Mesuren, es braucht zusätzlichen Schutz. Wir kriegen nicht Schutz allein dummer dahin. Dafür den Appell effektiv, mit gerade nach einer neuen Variante, die am Ummarsch ist, aufzupassen, sind Kontakte da aber dort zu reduzieren, wo es nicht mehr irgendwo geht. Wir wissen nicht genau, wer das bevorsteht. Es ist just, dass die Situation eng schwierig ist, dass wir oft darum überrascht gehen. Da, wo man ein Risiko ist, geht es also darum, mehr Normalität aufrechtzuerhalten. Und da, wo ein ganz, ganz großes Risiko ist, geht es darum, die Leute für sich selber zu schützen und auch unser System zu schützen. Weil die werden es nicht packen. Wenn das so weitergeht, ob der Linie wieder im Moment am Gangen ist, da stehen wir genau wie andere Länder auch für in der Situation, wo der normale Bürger, wenn eine andere Krankheit hat, wie vielleicht gerade Covid oder auch sogar mit Covid, nicht mehr sicher ist, können so behandelt zu gehen, wie wir es aber gerne erwarten in unserer Gesellschaft. Neben den Mesuren, die angesagt sind, dreht auch zu einem Plus und Schutz eben die Reduzierung von der Validität von den Tests dabei. Wenn man die Validität mehr aufsetzen, wenn man eine mehr Sicherheit tun über Tests für den PCR, wie gesagt, Erde 40 Stunden am Platz, die 72 für den Schnelltest, 24 am Platz, Erde 40. Auch da hat man uns einerseits angepasst, mit der Schweiz natürlich auch ein Plus Sicherheit dafür. An den neuen Standard eben sollten 2G gehen, das ist der neue Standard vom Covid-Check mit Ausnahmen, die hier drin erwähnt gehen. Und ich gehe davon aus, dass ich nachher noch froh bin. Dazu soll ich das nicht noch einmal am Detail zurück. Schluss noch einmal für das Rassemblement, auch da bleibt du sich der Approche, wie man so lohnt, und vom Prinzip hier dieselbe, das heißt bis zu 10 Leute, sie keine Restriktionen, und dann geht es gestaffelt. Da kann ich eine Option holen, für normal Distanzmesuren, wie man so lokant tun, zwischen 10 und 50 Leute, wird das auf 2 Meter Distanz halten und Maske drohen. Zwischen 50 und 200 Leute wären die Dreierregel, wie man sie kennt. Und da kann ich ein Event entweder machen, an dem man auf 2 Meter Distanz mit Maske sitzt. An über 200, da gibt es keine Option mehr. Das heißt, Rassemblemente von über 200 Leuten bis zu 2000 Leuten, du hast obligatorisch den 2G, den wird spielen. Das ist geimpft oder genesen. Über 2000 raus, wird es doch weiterhin möglich sein, punktuelle Evenemente zu machen. Aber da gilt gerade wie heute auch das Prinzip, dass ein Konzept sanitär muss von einer Direktion validiert sein, den am Detail ausgeschafft wird.
Das ist nicht ausgeschlossen, mehr, das aber individuell zu gucken. Da müssen die Experten dafür sorgen, dass die nötigen Schutzmaßnahmen geholt gehen. Die große Neuerung ist, dass eben ab 200 Leute keine Option mehr ist, also den Schuss nach einer 2G, wo wir proposieren zu machen. Das wird die neue Regel sein. Neben den ganzen Mesuren, die annonciert sind, geht es trotzdem darum, die Impfung weiterzubringen. Sie ist und bleibt den allerbesten Schutz. Das sehen wir an unseren Zahlen. Auch die Booster sind extrem wichtig. Wir sehen den Impact von Boostern. Das war auch nicht so dramatisch vorausgesehen, wie es gekommen ist. Wir haben heute gesehen, wir haben schon echt Retouren, wenn wir als Schiffer gucken, wo wir gesehen, dass auch das wirkt. Dafür auch noch einmal den Appell, los das machen, wenn die Reinvitation kriegt. Das ist wirklich nicht vermutlich. Das ist für ihr und das ist für uns alle gut. In dem Sinne, dass die Impfwoche schon annonciert, ja, so mehr konkret, die lief nächste Woche rund, vom 6. Dezember bis den 12. Dezember soll das Land am Zeichen vom Impfen stehen. Als Mobilequipe, die werden quasi durch das Land NRW sehen, da wo viele Leute sind, und die vor allem am Norden, Süden, am Westen und am Osten. Eventer, Diedling, Dave, den Ettelbrück, Esch, erst danach, obwohl das ganze Programm dazu, die geschwind auch konsultabel aus, wenn es nicht schon online ist, wo ihr könnt am Detail das gucken. Der Städter Gär wird in unserer Equipe präsent sind permanent, das von Boyes 7 bis mittels 1 Uhr. Dann natürlich auch an den großen Shoppingzentren, nur am Wand, da wissen wir, dass viele Leute da werden präsent sind, das wird auf der Kloster sind, zu Fels, zu Reden, Kirchspiech, auf der Nordstraße, auf der Concorde, am Pommerlach, an der Belle Etoile. Und diese Aktionen an den Shoppingzentren werden nicht schon an der Impfung sein, wir werden über die ganze Wand weiter beibehalten gehen. Dann noch um Verkaufsoffene Sonntag, am 12. Dezember, werden an den drei großen Centres Commerciaux Möglichkeiten sein, wo ich kann sur place impfen. Ich meine, ich war schon erwähnt, an der Stadt läuft auch von Montag bis Samstag von 11 bis 6 Uhr an der Großgäste Pop-Up-Store disponibel für die Leute. Da nimmt natürlich als drei Impfzentren, die ob sind, Doktoren, das schon erwähnt gehen, an der Zukunft, wenn das Gesetz bis gestimmt ist, eben auch die Möglichkeit an den Apotheken. Wenn das bis so weit ist, werden wir das genau kommunizieren. Wir wissen, dass auch schon viele Leute meinen, nicht wäre en place. Das ist noch nicht der Fall. Wir brauchen dafür die gesetzliche Basis, die wir hoffentlich nur kurzfristig werden kriegen. Und da werden wir kommunizieren machen, wenn das bis richtig anläuft, auch mit der Information, wie ein Apotheken, wofür wir so werden da dabei sein. Also von uns aus, den Abruf profitiert davon, dass das Beste, was für euch selber und für uns alle machen könnt. Wir doch während dieser Woche nicht nur Impfmöglichkeiten angeboten geben, wir werden sensibilisiert und abgeklärt gehen. In dem Sinne ist auch eine große Konferenz geplant am Cercle City. Das wird Samstag, den 11. Dezember sein, wo ich die riesigen Frauen und Experten kann stellen. Das ist ein Table Ronde, die da dabei ist, wird noch Infostände da sein. Sodass auch heute ein Offer beikommt, neben den Präsenzen, die man in sozialen Medien haben, wo wir uns regelmäßig alle Worte frohe stellen. Auch heute ein größeres Event an der Stadt, wo ich jeden invitieren, den nach Frohen hat, dahinter zu kommen, lernen zu kommen, sich Frohen ranzukommen. Neben dem Impfen, das schon angedeutet ging, bleibt Testen natürlich auch weiterhin wichtig. An erster Linie, wenn es Symptome hat, das ist extrem wichtig, dass man die Leute, die eventuell sich infiziert, schnell identifiziert kriegen, dass sie sich testen lassen, dass man sie können isolieren. Die Isolieren ist nicht agreeabel, das wird noch nicht, das doch lohnt nicht. Mit das ist extrem wichtig, für so schnell wie möglich die Ketten von der Ausstechung zu unterbrechen. Dafür vergisst das nicht, auch wenn Grippe Zeit ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr just eine kleine Grippe nicht, das ist immer ein großes Risiko, dass der Moment mit den höchsten Inzidenzen, die wir haben, dass es Corona ist. Und dafür sollen sich wirklich dabei den Doktor beginnen, einen Test freuen, für das zu klären. Dann hilft sie noch Schnelltester wichtig, dass das ein Plus aus Sicherheit. Es ersetzt nicht das eine oder das, mit das aber ein Plus, den ich kann abbringen, wenn ich noch Besuch geht bei älteren Leuten, bei vulnerablen Leuten oder eben ein bisschen mehr Oftfleisch in der Wehr, wo viele Leute sind. Also es ist immer eine gute Physikmaßnahme, für einen Schnelltest zu machen, dass wenn ich nicht etwa hört und noch nicht gemerkt hat, dann auch ein Tonutil sich eben zurückhält, dann nicht weitergeht. Wir wissen, dass der Virus extrem ausstirchen ist am Moment. Das geht wirklich schnell weiter, da wo eben keine Maske gedruckt ist, keine Distanz observiert ist. Wir geben, wenn ihr euch erinnert, hätten wir an unserer Teststrategie viel gesehen, eine Reserve zu machen, für Schnelltesten, wenn eine Situation käme, wie wir es noch haben, wo der Mensch extrem unzieht. Auch das werden wir lancieren. Auch das während der Impfung, wird die Schütterin als Stadt werden ein Bon kriegen, für einen Gratis-Tester können sichern zu gehen, ein Pack von 5. Und da werden wir einen Abruf machen, ein Motto Lützeburg testet sich,
wenn man froh wäre, was ich für die Mat machen und sich dieselbe Woche wirklich ein schnell testen. Das gibt uns auf EQ ein ganz gute Vue, was läuft. Wir müssen uns statt vorstellen, wie ein Netz, mit dem wir denke, dran dadurch führen. Dann wir hoffen, dass du dadurch, dass wir nach einer Führung der Feier, die ich durch so eine Aktion Coup de Point um Schnelltesten, wo ich ein bisschen zum selben Zeitpunkt die Schnelltest möchte, auch nach potenziell Infektionskette können gebracht kriegen. Auch das ist geplant. So die Kurien werden am Lauf der Impfung rausgehen. Und da werden wir den Appell auch machen, für dann die Woche noch idealerweise zu einem selben Zeitpunkt so eine Testaktion hier im ganzen Land zu starten, wo man sich für ihn encourageren, wirklich den Schritt zu machen. Das neben dem, wenn den hoffentlich sowieso freiwillig mischt, weil das etwas, wo ihn sich selber schützt, dafür und allem, aber in dem Sinne die anderen schützt, das auch hier noch nicht ähnlich wie am Anfang von der Pandemie, oft dass ich schon ausstechend eher nicht selber merkt. Du hast den Schnelltest natürlich ein kleines Hilfsmittel, was vielleicht den einen oder den anderen Misere kann helfen zu evitieren. Das ist von meiner Seite. Wie gesagt, der genaue Plan wird auf online finden, wo die ganzen Impfaktionen laufen über die nächsten Wochen. Und dann hoffen wir, dass die Leute ganz zahlreich da werden noch vierstellig gehen. Moyenne, Joseph Gollier, l'essentiel, Chenerai Klingfrohn. D'abord, par rapport au 2G qui sera utilisé dans les loisirs, question très concrète, comment ça va se passer? Est-ce qu'une nouvelle application sera mise en place ou plusieurs options dans l'application actuelle? Deuxième chose, en attendant les négociations pour le 3G dans les entreprises, qu'est-ce que vous prévoyez comme sanction pour des entreprises qui ne joueraient pas le jeu, qui feraient pas ça assez sérieusement? Et enfin, troisième question, vous avez parlé d'un booster au bout de 4 mois pour ceux qui ont eu AstraZeneca. Est-ce que ça vaut aussi pour ceux qui ont eu AstraZeneca, puis un autre vaccin après, puisqu'il a été possible de changer entre-temps? Merci. Ich werde die zwei erst, also die erste Frage mal sicher, das ist die von der App, aber die wissen, dass wir die Covid-Check-App haben. Da wird in Zukunft zwei Punkte kommen. Ein Loisir und ein Arbeit, das heißt, für die Arbeit den 3G, dann ist und dafür den Loisir den 2G. Also, das heißt, das ist eine App, wo du just dann nur muss klicken, was Konditionen sind von dem einen und von dem anderen. Das ist die zwei sind dann drauf, dann klick den, ob für Loisir oder für Arbeit. Das für Arbeit als 3G, für den anderen als 2G. Dann über Sanktionen. Die sind für Betriebe, die nicht respektieren. Sanktionen kommen ja da recht, wenn auch obligatorisch ist. Das heißt, die ganzen Sachen sind nur noch verfreit, wie ich zu sagen, wie das sollte ausgesehen. Die Punkte sind wir mit den Partner Sociaux das vor. Den Text, wie ich gesagt habe, soll ja recht für den 3G ab dem 15. Januar an Kraft treten, für eben noch die Zeit zu lassen, dass Leute bis dann auch geimpft gehen. Und dann Sanktionen muss ich, wenn es obligatorisch ist, dann wird auch Möglichkeit Sinn mit Sanktionen, als zum Beispiel auch am Moment, wo die Sanktionen ist, am Kader vom Droit du Travail, vis-à-vis vom Salarié, das sind eben Negotiationen, die auch mit den Sozialpartnern werden, sind, für wen wir da einen Modus wie Wendy fanden, für das Schiedsverein auch da mal erleben kann. Das gibt der Bitte auch von den Diskussionen, die nur nach Martine Werte stattfanden. An die dritte Frage. Ja, den Booster par rapport zu Astra, das gilt auch für die Leute, die rein Astra geimpft sind, weil das den Impfstoff ist, den eben statistisch gesehen man allein gut ist, aber auch schon für drin, sowieso schon mit langen Delay, das ist der erste und der zweite war, in dem schon mal den anderen Impfstoff geboostet ging, das wird ja schon das kompensiert, sowohl zeitlich als auch schon ein Mix kriegt, sodass es am Anfang für froh zu beantworten, rein Astra aus. Also all die Leute, die einen Kreuzimpfung kriegen, sind nicht konzerniert. Okay, das ist AstraZeneca plus BioNTech als Zweitimpfung, du gehst nur 6 Monate dann eng. Ja. Okay. Mhm. Die 2-Punkte-Lesung für Frontalien, die kommen ja auch auf Lützburg heiß, an so Loisir professionell funktioniert das doch mit Zertifikaten, die in Frankreich zum Beispiel gemietet kaufen. Ja. Also bei uns bei der Applikation. Den Test, also ein Zertifikat, als geht ja gelesen, ob ich vaccinated oder genesen ist oder getestet. Und da wird der Getest wegfallen. Das heißt, den gilt für die Verein. Und der QR-Code ist ja ein europäisches Modell, den noch gemerkt ist. D'accord. Wie lange ist ein Boosterimpfung gilt? In Portugal haben sie zum Beispiel auch Tester für die Tarisen angefordert, zusätzlich zu einem Zertifikat. Wie gesagt, tun wir daraus für eine Position in Lützburg?
Wenn wir die Teste für das sind, also noch keine neuen Bestimmungen zu diesem Status quo. Dürer, da muss ich noch ein bisschen Geduld bieten, die wissen, dass ein neuer Moment ist. Nicht gerade dieselbe Schleier, die da hört, weil eine Position von der eine Proposition von der Kommission um durchschleit, für die Dürer auf 9 Monate zu adaptieren. Das war also nicht eine Position, wir sind echt auf der Position gewischt, 12 Monate oder so ein bisschen mehr lang. Das ist ein ganz neuer Moment, das ist nochmal ein Propos da und es gilt zu gucken, wie die einzelnen Länder sich positionieren. Wir werden noch heute bemüht sein, irgendwo zu gucken, dass man in der Großregion eine ähnliche Regelung fanden. Ich kann das aber wirklich nicht garantieren. Es wird noch ein bisschen dauern, bis Logitfrein sich dazu positioniert wird. Das ist mal schon gut, dass überhaupt etwas um dich ist. Wir hatten befragt, dass das vielleicht nicht der Fall wäre. Und es gilt zu sehen, wie die Insel sich positionieren. Das, was ich muss wissen, ist mal am Schema, dass wirklich Nationalkompetenzen sind, auch die Validität von denen. Mhm. Das wird nicht gut, wir, als wenn in der Not zu 27 verschiedenen Delegationen haben. Dafür die Bemängelung auch von Eis für sich lohnt, nicht eine unilaterale Decision zu holen, die man dann an 3 Wochen muss nächst ändern. Dafür werden wir auch bis da etwas können, wo wir gemeinsam mit einer Kollegin, also mit einer Mombasländer, als Ähnliche können. Und vor allem, als für alles wichtig, was auch rundherum geschieht. Ja? Weil die hat wiederum die Situation auch erklärt, das wäre katastrophal, wenn ihn ob 20 Kilometer früher oder 30 Kilometer früher verschiedene Systeme hat. Beim Anreisen aus der Thüring froh. Den Omikron-Tester, sind die adaptiert für die neue Variante oder nicht? Wisst ihr, du eventuell schon mehr dazu? Und par rapport zu den Bungen, der Tisch, die kriegt den dann automatisch heimholen. Ja. Das ändert als mit der Kontrolle von der Identität, das ist normalerweise eine Polizeigewalt, der Tisch, das muss natürlich über die Chambre gemietet gehen. Was riskiert der Valor Restaurateur, von dem die Identität nicht kontrolliert, mehr just muss kontrollieren oder weil die hat für Druck gesucht. Nein, das ist eine Doppelresponsabilität. Das ist eine Doppelresponsabilität. Das heißt, wenn Leute 400 Jahre sind, kann den machen, aber wenn Leute da bannen, sind mit einem falschen Code, wird der Mat verbalisiert. Du musst das schon am Ende von der Person für zu kontrollieren. Das heißt, eine Möglichkeit, mehr am Anfang müssen kontrollieren. Wie heißt es mit der Polizeigewalt, also juristisch gesehen? Das ist eine Polizeigewalt, die Identität. Da ist ja eine Derogation. Hier ist ja wirklich etwas, was man an einem Ausnahmezustand auch dezidieren. Hier ist etwas, was man nicht geben, akzeptieren für eine normale Prozedur, dass ich für ihn eine Kontrollidentität kann hier machen. Hier sind wir aber in einer Situation, wo man merken, dass verschiedene Leute falsch QR-Code haben. Wo Leute mit gelähmten QR-Code gehen. Und das geht nicht. Das geht nicht, wenn man seriös ein 2G und 3G machen will, müssen auch die nötigen Kontrollen stattfinden, sonst braucht man auch kein System zu. Wenn man heute hört, wen und QR-Code könnt, wo ich QR-Code kann kaufen kann, ohne geimpft zu gehen, muss ich sagen, dass ich nicht responsabel dass ich nicht tun möchte, dass ich ein Gefahr noch für die anderen, für sich selber, für alle. Aber hier muss wirklich kontrolliert gehen, weil sonst riskieren wir noch mehr Abühen zu haben, wenn man am Anfang mich streng geht mit dem 2G und 3G. Die Verpflichtung vom Organisateur die besteht daran, die Person einfach nicht ranzulassen. Also, das ist ja nicht das hier verbalisiert, das ist nach einem Unterschied. Mit dem Organisateur hat dafür zu sorgen, dass er kontrolliert wird und dass kein Dobannen ist, wo das eben nicht klappt. Mhm. Selbst die beim Alkohol rausgehen in der Ostsee oder so aus der Tür. Zu keiner Impfung, wie meint er, dass der Conseil supérieur sich da könnte positionieren? Ich gehe davon aus, dass das nicht lange mehr dauert. Das ist auch noch ein bisschen Sputschmengen. Wir kriegen 20. Dezember Material. Ja. Wir kriegen 20. Dezember Material für die Impfungen, für die Kanada. Verschiedene Leute haben ja gemerkt, können ja einfach die BioNTech und die Pfizer an, die geben da ein bisschen reduzieren. Ich muss ja wissen, dass die Komposition vom Impfstoff auch liegt, ein einer ist. Wir sollen da nicht riskieren, einen Chemieprof zu spielen und selber zu formulieren, was die Impfung für die Kanada soll sein. Wir werden da, ob die Produkte, die auch von Pfizer validiert gehen, an die gibt man für den 20. Dezember geliefert kriegen. Aber bis dann müssen wir auch vom CSMI abschließen, weil das ist natürlich, bis dann stellt sich das nicht. Wir haben die EU genug Impfstoff bestellt, weil das geht nämlich auch schon lo kritisiert, dass wir ein bisschen noch in Retard führen. Also,
Mir hat bis jetzt über die EU Impfstoff gekriegt. Und ich bin nicht überzeugt, dass wir so viel Impfstoff gekriegt hatten, weil wir nicht über die EU die Impfstoffe bestellt hatten. Mit einer kleinen Repartition, die bis jetzt da ist, die auch solidarisch ist. Also ich gebe nicht verantwortlich, weil ich so in verschiedenen Ländern hat der Pech, die kriegt er nicht, weil den anderen hat mehr gekriegt. Und ich kann nicht sagen, dass wir nicht eine Repartition gemerkt haben. Ich überzeugt sind, dass andere Länder mehr Druck hatten wie Lützeburg, um mehr Impfstoff zu kommen. Dafür ein Schleifer, dass ein Impfschlüssel da ist, und wir gehen auch richtig behandelt wie die anderen. Okay, merci. Was hält ihr am Fang haut nach davon auf, für eine Impfpflicht anzufahren, ob nur ein General oder aber ein Sektorial? Das ist ein ganz anderer Schritt nach am Moment für den Schwab. Dass ich nicht in der Physik decidiert, sich nicht zu impfen, kann verschiedene Sachen vielleicht nicht mehr machen. Wenn ich so ein Schritt muss geimpft gehen, dann ist eine ganz andere Liga, ein ganz anderer staatlicher Approach dazu. Und wir wünschen uns alle Guten, dass wir die Schnur nicht nach irgendwann einkommen müssen. Sehen. Mit der Tisch, ja, war ich aber mit dem 2G-System, dass dadurch den Impftod dann aber nach an die Luft geht. Ja, also wenn man dann nicht rückgeht, dann, ja, dann wissen wir noch nicht mehr. Also die Impfpflicht als eine ethische Frage, die wirklich ganz weit geht. Ich weiß, dass verschiedene Länder darüber diskutieren, andere Länder schon unkünstig von gerne im Februar machen. So wie man vorher noch gesagt hat, ausschließen kann ich nie etwas, nie. Aber das wird man hoffen, als dass man alle Mesuren können holen, für das Impfdosis zu Lützburg aber so höchst gut, für das man nicht muss noch eine Impfpflicht gehen. Das ist der Bitte, das ist das, was man uns vorgeschrieben hat. Mehr ausschließen kann ich nicht etwas. Mit das auf jeden Fall nicht, das wird man mir bis jetzt alle Kreis probiert, neue Mesuren zu holen, für das Leute verstehen, für wer das wichtig ist, einen Impfdosis zu holen. Hier geht es darum, mit den Mesuren, die wir heute haben, mehr Sicherheit zu holen für die Geimpften, auch noch für die Nicht-Geimpften, für das wirklich zusammenleben nach kann eine Realität sind, aber mit der größten menschlichen Sicherheit. Auch rein sektorial ist auch nicht vorgesehen. Das ist nach einer anderen Diskussion, die ich kann führen, die sicherlich mehr einfach zu justifizieren, als nach immer relativ viel tun, und noch kein Problem damit. Das ist nach einer anderen Diskussion, wie ein generalisiert an der Bevölkerung ganz klar. Bis jetzt gehen wir davon aus, dass man mit den Mesuren, die wir in Platz haben, mit den Sicherheitsstandards, die gelten, ein gutes Cordon sanitär haben. Testen und so weiter. Und wir gehen auch davon aus, dass wenn man die Fakten guckt, wenn man die Situation guckt, wie sie heute ist, dass da einfach ein Mensch, der vielleicht für sich decidiert, nicht geimpft zu gehen, entretemps vielleicht Verständnis aufbringt, dass er nicht kann so matt funktionieren in der Normalität wie die anderen Leute. Das ist einfach noch etwas, wo man vielleicht noch hoffen, ob Ruhe auch an der Gesellschaft, ob Verständnis. Eine Impfpflicht wird sicherlich die Situation nicht beruhigen an unseren Ländern. Das gibt noch mehr Spalten und noch mehr Angst machen, dass wir hoffen, dass wir heute den Birsch packen, ohne müssen, um so eine Mission zurückzugreifen. Lo soll das neue Gesetz bis Ende Februar gelten. Als das nicht aber irgendwie lang angesagt, wohl wissen, dass aber mit der Feier die Chiffre riskieren, aber zu klammern. Wir haben die heute, wie gesagt, den Text sollte ja bis zum 18. Dezember schon gehen. Ich sehe, wir zählen sogar neue Mesuren 4. Das heißt, wir werden nicht bis zum 18. Dezember. Wir haben die LED-Pair gesagt, wir wollen können als Regierung mit der Analyse von den Zahlen, die wir haben, auch können reagieren. Wenn wir heute einen Lockdown geben, decidieren, mit 10 bis 15 Leuten an den Soins intensiven, haben wir auch Schwierigkeiten, die Leute zu erklären. Wir müssen immer, schön ist wieder gesagt, so viel Sicherheit wie nötig, so viel Freiheit wie möglich. Wir müssen den Balancenakt fertig bringen. Sicher können die so, lassen wir alles zu, während 2-3 Wochen, und dann gucken wir, dann haben wir diesen Down, und dann, wir leben, weil wir merken, aber, dass der Impfstoff die besten Möglichkeit ist, für sich zu schützen, an die anderen zu schützen, probieren wir den dritten Weg auch zu gehen. Wir können nicht ausschließen. Mit dem Debüt aus dem dritten Text müssen auch bei dem letzten Text also eine gewisse Dürre auch gehen, bis zum 18. Dezember. Und ich kann nicht garantieren, dass wenn die Situation gibt, an die eine so wie an die andere Richtung, wenn Lobenke alles super wäre. Aber ich die tut. Ja? Und wenn da können wir auch an verschiedene andere Sachen denken. Wir müssen reagieren, indem wir auch antizipieren. Das heißt, wir werden nicht bis zu den Gesetzen, wir können schon Hauptmesuren tun, obwohl die Zölle nicht an der Spitäler-Katastrophe. Wir wissen aber, mit der Augmentation von dem Fall, mit dem neuen Virus, mit, dass die Risiko da ist. Und die Risiko will man nicht angehen. Wir wollen die Risiko nicht angehen, dass verschiedene Leute, die
Komm, ich muss ein bisschen Krebs haben. Die müssen trainiert gehen, die Operationen haben. Einfach so kriegen, ja, es geht noch nicht, weil wir keinen Platz mehr haben. Das muss ich auch bewusst sein. Die Überlastung von den Spitälern bringt man sich, dass Leute, die auf bessere Perspektiven auch werden, annulliert gehen. Und dafür, also wir sind bereit, Christtag, Januar oder wann daneben ist, eine neue Decision muss geholt gehen, die wollen zu holen, wann muss sein. Und das heute wird auch, hoffen wir auch, weil viel mehr Leute geimpft gehen, und eben auch mit den Rekommendationen, die wir haben, mit dem Schnelltest, mit der Woche, probieren, dass man nicht gratis einen Christtag an dem 10. Januar heute zu Lützeburg diesen Lockdown haben. Das ist das, was wir alle gut können evitieren, wenn wir alles drüber gehen. Vielleicht noch kurz ein paar Präzisionsfragen. Die Leute, die den Johnson kruten, behalten die ihre Covid-Check, auch wenn sie die Booster-Impfung nicht machen oder müssen sie sie machen? Im Moment ist sie noch nicht obligatorisch. Und dafür die vom AstraZeneca, müssen, können die los schon machen oder müssen sie warten, bis das Gesetz gestimmt ist? Nein, das geht nicht. Das, okay, das haut vom Prinzip des Idee, ja, dann... Ich gehe schließlich aufwerten, nicht, dass ich nicht gesagt, die 45.000 Leute, weil man die 45.000 Leute an den Impfzentren gibt, so den Büttel an die Lena tun, als gestern hat er gezählt, da hat man gerne den Job. Da haben sie etwas besser, dass die in ein Rendezvous mit Decision aus Haut geholt gehen, wir noch Zentren sind noch informiert gehen, und das Beste ist, dass sie sich können organisieren, weil das heißt, dass auch mein Stock muss sich Platz sind, weil der Tote riskiert aber auch nicht seine Augmentation von den Leuten mitzuspringen, die den ihren die dritte Dosis voll kriegen. Aber dann Evenemente angehen, die hat gesagt, die sind die verschiedenen Formeln, wie viele Leute sind, wenn 2G-Regel gilt, dann ist auch kein Maskepflicht oder nein. Das heißt, das einfach dann das ist kein Maskepflicht, wenn wir am 2G sind, wir rekommandieren, aber wir werden noch als Rekommendationen das wohl und denke, adaptieren von Seite von der Santé, das ist natürlich immer ein Plus für sich selber, mit denen Parleton qui court, gibt es so ein Ansehen. Nicht vorsichtig genug, und das ist ein Plus, den man aber immer für sich selber respektiert. Ich meine, ich muss auch sehen, wie viel Risiko in sich zumut an den anderen. Wenn ich viele nervös ist, ist es sicherlich gut, mich auf die Maske zurückzugreifen und dann auch eben auf den Schnelltest, der ihnen an die Leute geht. Das sind schon wichtige Präkautionen, die Jüdfried für sich kann holen. Ich gebe rekommandieren, weil du kommen noch die Christtagsfeier, ne? An den Betrieben, so wie du hier. Ich gebe schon rekommandieren, wenn ich eine Betriebsfeier habe, die 10 Minuten am Anfang, wenn du positiv gefischt wird, sie gut investiert zu, wie ein ganz Betrieb dann noch, wo die Leute krank sind. Und das selbst zählt für daheim, für die nächsten Tage, eine Woche, Christtagsfeier. Lever, ein Schnelltest, wenn wir alle gut hinkommen, wie dann noch 2 Wochen drauf steht, für die krank zu sind. Also, die Möglichkeit hast du und das ist eine Garantie supplementär. Na, ein letzte Frage, die nicht mit Corona zu tun hat, aber wo da schon ein Datum, wenn ich den Minister Kerscher Schneider zurücktreten, auf wen ihre Posten überhält? Du hast schon mitgedeelt, dass nur Gremien von den Sozialisten zusammenkommen. Und da werden die Lützebäuer Sozialistische Erbestadtpartei ihr mitdeelen, wie auch du ihre Programme ausgesagt für die nächste Woche oder Woche. David, mach jetzt für die Kurti dir ein echt froh, dann denke zum AstraZeneca, dass du dann nur ein Off-Label, wenn ich das ja. Muss, ist, wo dann der Doktor die letzte Responsabilität trägt, hat er doch schon Kontakt mit der AMMD gehabt, dass dann noch die Responsabilität gedroht wird im Moment. In dem Moment, wo wir das als Santé rekommandieren, switcht die Responsabilität rüber bei der Stadt. Dass einem Doktor individuell immer möglich Off-Label zu handeln, es wird statt verschiedenen engagierten seine persönliche Responsabilität. Hier ist das eben etwas, was wir als von staatlicher Seite rekommandieren. An dem Moment sind die Einzeldoktoren ihrer Responsabilität prinzipiell entbunden. Okay. Und dann zum Covid-Check, weil man da den Joel Mostang so am Lützebäuer Land vielleicht wird, dass aber schon größer vorher die Infektion waren, bis lo an ihrer Kommunikation geöffnet von der Rätsel, können das da nie überblick gehen oder gehen du lo, oder hast du eigentlich falsch aus? So. Merci. Nein, das ist kein falsch aus. So. Ich meine, wir haben alle Woche eine oder andere Infektionsherde, aber nicht lo am ganz, ganz großen Stil. Wenn wir lo ganz groß Clustern hätten, dann kommunizieren wir darüber. Mit das wird man gesehen, wird man auch, final, wenn wir die Santé-Pressekonferenzen haben, gehen wir mal drauf an. Effektiv gesehen, dass Leute sich auf den Festen infizieren. Wir gehen auch davon aus, dass der Covid-Check vielleicht nicht immer so seriös gemacht wird, gerade am Privaten. Dafür auch die neue Mesur, die proposiert wird, für auch die Hudle wirklich in dem Regel vorzuschieben und dafür zu sorgen, dass die Identität kontrolliert wird. Wie generell, also das Phänomen, ja, wird man gesehen, wird sich viel am Privaten, Betriebsfeiern,
größere Privatpartien, dass du, wo sich eben viel gestartet, dann kann ich davon ausgehen, dass du wahrscheinlich aber dann den Covid-Check-Regime nicht mit dem nämlich das Serieux vielleicht gemacht wird, wie wenn ein professioneller Organisator umwirkt. Sidney Wildchen für Tageblatt. Die hat gesagt, die trifft der Schmarrn, dann kann man den Sozialpartner für den über den 3G zu diskutieren. Dort hast du schon annonciert, wenn man kein Akkord soll Front gehen, gibt dann danach was durchsetzen, an wo sind die Hauptstreitpunkte nach dem Moment? Ja, wir haben eine politische Verantwortung, wir noch eine Responsabilität an der Santé publique. Und ich hoffe, dass man mit zu einem Akkord kommen. Die versteht das ist noch nicht so, wo wir werden diskutieren, wo nach Punkten sind, die müssen geklärt gehen. Das machen wir nicht auf der Platz publik. Das sind Diskussionen, die auch mehr Werte stattfinden. Und ich hoffe, dass wir zu einem Akkord kommen. Wenn wir nicht zu einem Akkord, also dass wir als Ähnliche können, wenn wir nicht, dann ist als Responsabilität zu machen. Mit oder ohne Zustimmung oder Applaus oder leichten Approbation von den Sozialpartnern. Okay. Die hat ja schon ein paar gegen deine Impfpflicht ausgeschwärzt. Ab von mir wie, kann ich aber vierstellige Ausweispflicht anzufern, natürlich das Personal zum Gesundheitssektor muss auch gehen, ob sie geimpft sind oder nicht. Das hat ja aber relativ großen Impact auf Prise en Charge. Wir haben nach E-Punkt vergessen, also pardon, den habe ich vergessen, dass die nicht die Impfen schon nicht haben. Wir sind auch am Gang zu gucken. Die wisst ja, dass die beste Donetsk-Texte auch viel gesehen, dass man nicht können so ein Matlöschte, wie geimpft oder wie nicht geimpft ist. Und auf den dritten Punkt, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wo wir werden wir auch den Text ändern, für das anhängende Betrieb am Fond kann, wann den Employé auferstehen ist, das Salarien den Employé auferstehen ist, sein Durée de Validité von seiner Impfung mitteilen, das heißt, dass er nicht zweimal den Tag durch den Covid-Check muss gehen. Das heißt, dass der Employer die Möglichkeit hat, wie zu wissen, den dort den Ass nach gut bis dann, und dann muss ich nicht zweimal den Tag auch durch den Covid-Check gehen. Du musst mal gucken, für den Text auch zu ändern, und dann eben auch, dass das kann gemerkt werden. Ich meine, dass ein Demand auch mit dem Salariat leben, mit einfach mit dem Employer leben, mit einfach, mit, da muss man auch eben und die besten Legalen los schaffen, für das dort auch nach zu ändern. Pardon, wenn ich den Punkt viel drin. Ich meine, ich hatte den vergessen. Ja, ich hatte den vergessen, weil er da ist. Aber nicht unwichtiger Punkt. Wir hatten den vergessen. Pardon. Ja, die wird der personell medikal, pardon. Das muss ich sagen. Auch da, dass das eine Möglichkeit, die besteht, für den anderen Schritt beizulegen, im Moment, dass das nicht envisage wird. Dann wird von der dass Infektionen müssen gebraucht gehen. Gebe ich ganz kurz auf den Contact Tracing, wenn es schwarz kommt. Wie gesagt, du Moment Personaltaschen aus, wird du demnächst abgestoppt, muss abgestoppt gehen. Du hast schon ganz massiv abgestockt gehen, wir sind verstärkt in den Rennen, auch über die Armee, es sind ein ganzer Leute aus der Douane, die beigestoßen schon sind. Natürlich ist das am Laufen, schon seit den letzten zwei Wochen, wir sind noch präpariert für über die Wand dadurch wirklich Reserven zu haben, die ganz schnell abrufbar sind, sodass der Foren da nicht recht anlaufen, mehr schon largement am Gange sind. Dafür auch dem Herrn Gramin und Herrn Bausch, merci, weil die direkt auch geguckt haben, wie man könnte Personal haben, die da angesprungen sind. Dafür grüße, merci. Dann ein kurzer Trick, wo du auch auf den Contact Tracing stimmt, dass um die 50% von der Neuinfektion muss vom Contact Tracing identifiziert werden können, weil anzudämmen, also die Fälle, weil anzudämmen, das also eine Information, die also zugedrungen ist, können ihr das konfirmieren oder nicht? Kann ich den Schiffer nicht genau so. Ich weiß, dass für uns zwei Wochen, wo du schnell rumgegangen hast, ein kleinerer Tag war, den noch am Gang hast, aufgedrungen zu sein. Ich kann das aber noch nicht mit der Zuhl präzise beantworten. Okay. Danach ein vielleicht auch Personaltasch, Frau Schwesenet. Wir haben nur pur Aufruhen und das Gesundheitsministerium gestellt, wo zwei Wochen drauf respektiv im Moment drauf noch nicht beantwortet dürfen. Wieso wird das vielleicht kein das leidet darum, dass wir überschwemmt gehen mit Aufruhen. Wir haben so bis zu 30, 40 Aufruhen pro Tag. Ganz oft dieselben Sachen, die an einer kleinen anderen Nuance gefragt gehen. Wir konzentrieren uns eigentlich auch darauf, für einen guten Wochenrapport hinzukriegen. Dazu haben wir uns engagiert, für die Informationen einmal die Woche der Öffentlichkeit abzubereden. Und das einfach im Moment nicht immer möglich, alle Fragen, die kommen, zu beantworten. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation, die sich über Monate zieht, dann natürlich mit der ganzen Unruhe, die am Hirscht, als generell wird das schon bei uns am Service rumgespiegelt. Und man hat Leute, die möglich ist, mir alles befriedigt zu kriegen, das nicht immer dran. Also oft wird es immer dazu dienen, dass auch ganz präzise Fragen kommen, wo man müsste als Leute in der Front mobilisieren, für die Informationen zusammenzudrohen. Wie eine schwache Meldung und Informationen, die mir alle Woche rausgehen, das ist schon eine ganz große Herausforderung, die bei Ihnen zu kriegen, an dem Delay im Motorrad schon ein
relativ serrierten Delay für das proper und korrekt bei Ihnen zu kriegen. Und wir sind einfach limitiert an dem, was wir können zusätzlich liefern. Gerade die letzte Woche, wo wirklich auch Mann und Maus und der Front aktiv waren. Man am Schema stellt vor, solange wir einstehen. Paul Reuter von Reporter.lu. Da geht es ja von einem großen Undrang aus, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Impfungen angeht. Wie gesagt, dann momentan beim Stock aus von den Vaccinen, die man nachholen? Also wir haben am Moment genug Stock am Dezember müssen abgehen. Das wird möglich, dass dafür auch viel Druck froh mit dem Rendezvous. Das meiste, was wir im Januar vielleicht alles sogar müssen auf Rendezvous tun, weil wir nicht wollen, dass die Leute auf einmal sich an den Impfcenter präsentieren und auch keinen Impfstoff können kriegen. Wir im Moment haben genug Impfstoff da. Wir haben für 16, 16, 15 Monate etwas gelernt, das was geliefert soll gehen. Kann der Times da auch nicht gerade den Datum sehen, der soll da sein. Im Moment hat man keinen Engpass auf Manslo für diesen Monat. Im Januar müssen wir aufhängen, Engpass zu tun. Da gibt man ob eine Woche oder zwei Wochen durch nach dem Rendezvous können schaffen, nicht, dass Leute sich für nächste platzieren. Aber da gibt man das selbstverständlich en temps voulu auch kommunizieren. Im Moment von Moderna auf von Pfizer ist genug da. Den Virolog Christian Drosten, den hat ein 2G-System kritisiert, dass dadurch aber sich die Leute nicht geimpft oder genesen sind, echte Homeparty machen, also dann andere Leute, die nicht geimpft sind, evitieren und dass auch marginalisierte Kommunitäten, die man dann nicht können erreicht geben, weil die gehen natürlich auch mal an Restaurants und wollen auch mal so Freizeitaktivitäten teil. Riskiert er doch nicht, dann sich genau an den Populationen und denen das momentan hängt. Also das ist ja auch letzte Woche bewiesen, dass es auch da bei den marginalisierten Kommunitäten ein Problem gibt, dass das da nicht wirkt. Also es geht ja weiter an den Freizeitbereich ran, wo viele Leute in der W sind. Ganz kann ich das auch nie ausschließen, das stimmt. Wir umgedreht, um für Schiedverengen ein Plus zu imposieren, da wird vom Risiko her nicht möglich, das hat uns auch disproportioniert geschehen. Es ist egal, wie eine Option in heute sieht, das ist kein Perfekt. Das ist eine Aufweihung von etwas, was den Leuten kann zumuten, auch von einer Unzahl von Leuten, wenn man so mit effektiv eine große Majorität von Leuten, die eine gewisse Sicherheit tun in der Sicht, wenn sie in der Sicht bleiben, weil wir das auch respektieren. Wir an allen Winkeln kommen wir nicht dran, wir sind bemüht, schaffe ich auch viel mit den Gemengen an der Impfkampagne, für justement an die deutschen Winkeln ranzukommen, bestmöglich, dass du mal darauf hinschaffen, zu 100% werden, das ist mit Sicherheit nicht gelingen. Ich meine, das nicht von dieser Welt. Aber eine Lesung, die allem gerecht geht, haben wir auch nicht gefunden. Für uns ist das der bestmögliche Kompromiss. Und mit heute, alles wird sehr kleinere Weh, stimmt. Die Hospitalisationszölle sind ja auch noch einmal den Hauptindikator, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde freuen, ob vielleicht noch mehr als anderthalb Jahre Pandemie oder vielleicht kein Zölle, bei welchen Zöllen ist dann der Punkt, wo der sozial, da muss noch mehr strenge Mesuren geholt gehen, sehr wird bei den Swanomo oder bei den Swanintensiv. Das ist ein Konstant, schon länger. Wir haben unseren Phaseplan als ein Ideal, dass wir in einer Phase 2 uns bewegen, dass die wir ausstreben an der Phase 2 sollen sich nicht deprogrammiert gehen. Du weißt, dass wir da im Limit tanzen, dafür kommen noch alle Mesuren. Wir haben sicher als ein Indikator nicht geändert. Die Phase sind über die Summe eigentlich ganz leicht adaptiert gehen, aber nicht wesentlich. Das ist noch immer dieselbe Stufenplan, mit dem Ideal von einer Phase 2 wird. Wenn man nicht wollen, überschritt gesehen an einer Phase 3, muss schon ein Deal deprogrammiert gehen. Das probieren wir mit allen Mitteln zu evitieren. Die hat sich auch schon vor einem Interview gesagt, dass sie gehofft hat, die Impfzölle gegen Misaya rübergehen. Aber inwiefern sieht ihr da vielleicht politisch responsabel, dass das nicht funktioniert wird? Politisch responsabel ist also prinzipiell, wenn es nicht so was, wie man gerne hätte. Wie gesagt, wir machen als Beispiel, was wir können, für es weiter aufzukriegen und das auch am Gang umzuziehen, dass das nicht wie wenn es wirklich ganz stagniert hat. Also, ich muss Ihnen auch, Herr Reuter, direkt sagen, nur der letzte Annonce, also Banker, ganz sehr an die Luft gegangen. Und die letzte Woche sind wir nicht wirklich mit Ihnen auf. Und es geht immer mehr auf. Also, das heißt, den Impact von letzten Covid-Check-Regime, den wir angefeuert haben, von den Sachen, die wir annonciert haben, hat einen Push-Mat gebraucht, an den also am Gang aber zu sichern. Das ist eine Realität.
Am Anfang vor Ort. Ja, wir sind noch am selben Stabett, ein bisschen wie die drei deutschsprachigen Länder. Wir hatten vor kurzem nach einem Ministertreffen zwischen den deutschsprachigen EU-Ländern, wo ein Spruch, den mir gut gefallen hat, den Gefühl, die Zitrone ist ausgepresst. Also wir sind irgendwo ans Fisch gekommen, wo es schwer ist, weiterzukommen. Für den Rest sicher mal kreativ zu sein, noch weiterhin. Wir schaffen drin, so gut wie wir können. Bonjour, Julien Carrette, Paper Jam. Vous parlez du télétravail, il est recommandé. Pourquoi vous ne l'obligez pas quand c'est possible? On ne l'a jamais obligé, ça a toujours été une recommandation. Télétravail, c'est toujours une recommandation, mais nous l'avons gewiss. Nous savons aussi que le télétravail par verschiedenen Arbeitsplätzen auch nicht geht. Dass den Teletravail imposieren, etwas ist, wo man auch bei ganz vielen Leuten mitgedeckt hat, dass das Repercussionen hat, um zusammenzuleben an der Firma, auch psychologischen Impact hat, die ganz groß. Also, wir sollen nicht meinen, dass ein Teletravail die Solution Miracle wird für alles. Wir haben da, wo es geht, bei uns, also wenn da zum Beispiel individuelle Büros hat oder wo die Leute mit zu zwei oder können, man denkt, also das ist ein Rutsch von Sachen. Das wird wichtig, ist, dass die Interaktionen so viel wie möglich auch reduziert gehen. Und den Teletravail ist ein Teil von der Lösung. Wenn wir Leute meinen, Teletravail imposieren und überall machen, wir wissen, dass es an verschiedenen Plätzen überhaupt nicht möglich ist, an verschiedenen Leuten auch leben und möglich ist. Da, wenn es da, wo es geht, soll ihn können machen. Und da, wo es nicht geht, geht es nicht mit dem Problem, den wir haben, als dass wir einen größeren Schritt von Fantalien haben. Und wir können da die nicht an eine Situation bringen, wo sie dann nur auf Niveau administrativ Probleme kriegen. Da, wenn sie, müssen da noch die Negotiationen auch stattfinden. Vous avez discuté ce matin donc avec les partenaires sociaux de la 3G en entreprise. Il n'y a pas encore d'accord. Le désaccord entre vous est important pour l'instant? Wie gesagt, wir haben einen Exchange gehabt. Wir sind am Gang, hinten zu präsentieren, was wir wollen tun. Wir sind aber offen für Suggestionen. Das war der Bild von der Reunion von heute Morgen. Wir als eine zweite Reunion, wo wir zusammen mit dem Sozialpartner zusammen können. Und wir hoffen, den Text am Mittwoch oder am Donnerstag können noch zu adoptieren, für die Distanz können zu bringen. Wir müssen noch nicht gestimmt, weil man nicht deponiert, weil wir auch wollen, das Resultat von den Diskussionen mit dem Sozialpartner rauskommen. Aber wenn nicht rauskommt, wir deponieren den Text. Wir deponieren den Text. Wir haben eine Responsabilität von Santé Publique, die mit Bütt, wie sehr verständlich. Und ich meine, die Woche geht für einen helfen, wenn Sozialpartner auch geben, die dort unterstützen. Das gibt sehr verständlich, das Leben viel mehr einfach machen und die Akzeptanz auch mehr groß machen. Aber sie müssen die Decision holen. Bei uns ist die Decision auf jeden Fall geholt, dass wir das machen wollen. Aber an den Modalitäten sind wir bereit, mit hinten an unseren Tisch zu sitzen, die wir heute Morgen gemacht haben, aber auch nach morgen. Quelle réaction vous attendez de ceux qui participent au Marché Blanche après l'installation de la 2G? Also, dass Leute an die Hände klappen, weil wir 2G und 3G machen, erwähne ich mir nicht. Wir wissen, dass die letzten Wochen am Mainz nicht einfach wären für keinen. Nicht einfach wären für keinen. Es war schwer für junge Leute. Ich für Haut nicht gerne mehr jung. Denn das für viele Leute Privation von Kontakten. Das für ein Ritt, für alle Menschen psychologisch ganz schwer gewesen, für Jitverein. Der Fakt ist, an das erfahren man nicht, dass der Impfstoff das ist, was uns alle guten am meisten protegiert. Wenn man haut, eine Inzidenz, die raufgeht, bei den Leuten über 75 Jahre, ist das beste Beispiel. Und ich meine, das, was Madame Lena doch vier Jahre beschrieben hat, man Basing. Wir haben Haut, also das, wenn ich dann zuhöre, guck, da kann ich direkt so gesehen, dass sie so viele Leute, die geimpft, die nicht geimpft sind am Spital. Mit den Leuten, die nicht geimpft sind, sind 20% von der Population. 20% repräsentieren die Hälfte von den Leuten, die an den Spitälern sind. Tandike 80% von der Population repräsentieren die anderen. Das heißt, dass viel mehr Risk nicht geimpft an Spital zu landen, wie all die anderen. Mehr Applaus erwähne ich mal keinen. Ich hoffe just, dass man Respekt, wie soll ich von den anderen haben. Ich respektiere hier Position, aber ich habe eine Responsabilität general, wie von der Protektion von den Bürger, wo wir zusammen der Meinung sind, dass die dort Mesuren, die sind, die Allgemeinheit auch protegieren. Und dann einfach Sanktionen zu hören, wie von alles zu machen, weil man sonst keine anderen Wege sind, als das Last, was man will machen, das hätte vielleicht verschiedene Leute lieber.
Aber das ist das, was wir wollen verhindern. Wir wollen so viel Sicherheit wie möglich, so viel Freiheit, pardon, wie möglich, und so viel Restriktionen wie nötig. Und das muss der Fazit bleiben durch die dritte ganz Krise. Und der Fazit ist, dass die Leute manifestieren, dass hier gut Recht zu manifestieren. Wir leben in einem freien Land. Aber ich wünsche keinem von dem am Spital zu sehen. Ich finde, dieses Weekend mit einer Firma zusammen diskutiert, die mal gesagt hat, wie ein Covid-Kranken auf einer Intensivstation ist. Ich hatte die Chance, ich war nicht auf der Intensivstation. Ich war gut schlecht und nur gemerkt, für können zu atmen, also für Luft beizukriegen. Aber die Leute, die auf der Intensivstation kriegen, ersticken. Ersticken. Das lösen dort, wo ihn erstickt. Und die Firma sagt mir, es ist schrecklich, das, was sie gesehen haben. Schrecklich, was sie gesehen haben. Und die sind auch gleich um N. Da haben sie also mir gesehen, dass die Impfung hilft. Die Leute, wir können am Moment forcieren, man kennt, dass keine Impfpflicht. Das hier ist schwer, aber ich wünsche keinem von ihnen. Also die Leute, die dann abgemacht haben, auch auf zwei Intensiven. Ne? Die Doktoren, die mir gezählt haben, wo dann Leute, die gemengt haben, der Covid, wie ein kleiner Schnapp, ob ein Kerl steckt, sind da keine Luft mehr gekriegt haben. Und das sind die Leute, die hier Welt aus der Summe gefallen. Weil sie bis dem Moment gemengt haben, wie nicht. Die Leute sind halt nicht mit da. Die können auch nicht témoignieren. Ich war von einer Marche Blanche, bis begraben zu gehen. Schon eine Frage nach einer zu der Impfpflicht. Die hat nur eine politische Decision par rapport zur Impfpflicht. Doktoren wie den Dr. Gérard Schockmel und andere Doktoren wie den Generalist Dr. Schwarz so für Pflegepersonal muss eine Impfpflicht kommen. Dr. Schockmel sagt, ab 50 Jahren muss eine Impfpflicht sein. Das ist eine medizinische Decision, eine medizinisch fundierte Rekommendation, die holt aber politische Decisionen. Und ich fand das aber nicht par rapport zu der aktuellen Situation von Stadt nicht richtig, von Stadt so ausdrücken kann. Ja, das ist nicht alles, was medizinisch Sinn macht, was gesellschaftspolitisch oder ethisch vertretbar ist. Also medizinische Ideen kann man da viel tun, für Apps zu optimisieren. Das ist ein juristisch froh, auch eine Impfung ist zum Beispiel nicht ein Test. Das ist etwas anderes, wenn ich einen Menschen einen Test imposieren, wie etwas invasiv ist. Das sind schon Diskussionen, die mehr bringen. Dass das natürlich medizinisch Sinn kennt man, das stellt eigentlich auch keinen auf froh. Wie was bedeutet gesellschaftspolitisch, und das ist aber eine Aufgabe, das auch mal zu evaluieren. Bei den Pauken wäre das aber obligatorisch. Das ist schon lange hier, mit das geht aber heute schon. Ja, aber ich Fall, was mich betrifft, daran erinnern, dass ich mich der Diskussion gar nicht verschließen an Zukunft. Ich fand den persönlichen Moment nicht günstig an einer Pandemie, wo die Emotionen hoch sind, über so prinzipiell Sachen zu entscheiden, weil zu viele Emotionen am Spiel sind. Ich denke, dass man sicherlich als Blick auf die Santé publique geändert werden haben nach der Pandemie hier, und dann die dritten Diskussionen muss feiern, aber an der Ruhe und sachlich und nicht weil gerade so viel Spaltung an der Gesellschaft ist, dass der Zeitpunkt, den effektiv nicht günstig als für so etwas doch einfach schwerwiegend, dass man jetzt in keine einfache Decision in einer Impfpflicht anzuführen und meinem Gefühl noch für den besser an der Raum oder einer gewissen Serenität und nicht mit dem am Geschehen, solange das möglich ist. Aber, wie gesagt, wir sind in einer Situation, wo man letztendlich nicht kann ausschließen, was nicht vorab man hier steuern und ich meine, okay, kann man Sicherheit suchen, wenn wir hier raus sind, aber wir werden rauskommen. Eine Frage zum Personal an der Restaurant. Müssen die 3G, 2G, was müssen die respektieren? 3G professionell, wie man ja viel gesagt hat, ist all Beruf, alles, sobald der Kontrakt des Travailles, als 3G. Und an der Restaurant? Für die Leute, die da erst gehen, als 2G. Das heißt, der Loisir als 2G, aber professionell als 3G. Die dürfen auch nicht vergessen, dass die Leute, die einen 3G machen, wenn sie noch nicht geimpft werden, das heißt, den 2G nicht respektieren, all der getestet gehen. Ja? All der getestet gehen. Ja? All der getestet gehen. All der. Mit dem Fett als den 3G als für den Beruf, und so können wir noch nicht aufhängen, wie zu sagen, für den einen zählt er den, für den anderen zählt er den, und der Beruf als 3G. Dann wünsche ich noch eine Frage an Madame Lehnert. Sie da bereit, im Januar Vizepremierminister zu gehen? Muss man mal aufwarten, ob das eine Option ist, die so proposiert wird. Auch da gibt es später den Mai aufzuwarten.
als Gremien zusammenkommen. Wir haben im Prinzip wieder bereit. Ab Januar zum Beispiel. Wir sind auch für all die Monate am Moment. Okay, merci. Ein grosses Merci und einen schönen Abend.